Im Rahmen ihrer zentralasiatischen Medienwerkstatt lädt die DAZ einmal im Jahr junge Leute zu sich ein, um ihnen Einblicke in das journalistische Arbeiten zu geben. Der Workshop, der vom Institut für Auslandsbeziehungen IFA aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert wird, fand Ende September im Deutschen Haus statt. Zu Gast waren 12 Schülerinnen und Schüler von Gymnasien in Almaty mit vertieftem Deutschunterricht, namentlich des 18. und 68. Gymnasiums. An zwei Tagen konnten die jungen Redakteure in den Redaktionsalltag eintauchen und den Umgang mit neuen Medien kennenlernen. Die Referentinnen der DAZ zeigten den Teilnehmern, wie sie Videocontent planen, mit verschiedenen Kameratypen oder dem Smartphone aufnehmen und später mit entsprechenden Programmen bearbeiten. Im weiteren Verlauf des ersten Workshop-Tages erhielten sie eine Einführung in das Aufnehmen von Podcasts. An beiden Veranstaltungstagen hatten die Schüler auch die Gelegenheit, das gelernte Wissen praktisch umzusetzen und verschiedene technische Geräte auszuprobieren. Sichtliche Freude bereitete es ihnen, sich in Gruppen über die deutsch-kasachischen Beziehungen auszutauschen und sich zu diesem Thema gegenseitig zu interviewen. Am zweiten Tag bekamen die Schüler Besuch vom IFA aus Deutschland. Caroline Giel, Leiterin des Bereichs Integration und Medien, und Margarete Warlow, die das Entsendeprogramm koordiniert, stellten sich den jungen Zuhörern vor und sprachen mit ihnen über die deutsche Sprache und Kultur in Kasachstan, die deutsche Minderheit und die Perspektiven für junge Menschen mit guten Deutschkenntnissen. Für ihre erste eigene Podcast-Folge konnten sie Caroline Giel Fragen stellen, die diese gern beantwortete. Mir hat gefallen, dass alle Informationen, die uns gegeben haben, waren echt interessant. Ich bin sehr dankbar, dass mir solche Gelegenheit gegeben haben. Ich bedanke mich bei der Deutsche Allgemeine Zeitung und IFA für solche wertvolle Erfahrung. Ich habe sehr viel über die Richtung des Journalismus erfahren und interessante Leute kennengelernt. Die DAZ-Situation hat uns eine große Möglichkeit gegeben, um sich als Redakteure zu fühlen. Ich freue mich, dass ich solche tolle und faszinierende Erfahrungen hatte. Diese zwei Tage gab uns eine große Motivation, über diese Richtung mehr zu erfahren. Und ich bedanke die IFA und der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Ich bedanke mich sehr für die DAZ und IFA für solche Entdeckung des neuen Gebiets für Interesse. Ehrlich gesagt, habe ich nie dafür interessiert, aber jetzt hat alles verändert und nun werde ich dafür interessieren. Danke für meinen erweiterten Horizont. Vielen Dank, deutsche Journalisten. Besonders gut hat mir die Möglichkeit gefallen, an Interview teilzunehmen und einen persönlichen Podcast aufzunehmen. Diese beiden Tage waren sehr spannend, sehr interessant und aufregend. Dankeschön. Ich möchte sagen, dass die DAZ-Organisation für mich eine hervorragende Organisation ist. Ich denke, dass sie wissen, was sie machen. Ich rate jedem zu abonnieren und kommentieren. Tschüss. Die DAZ bedankt sich bei allen für die aktive Teilnahme und wünscht den Schülerinnen und Schülern der Gymnasien 18 und 68 viel Erfolg bei den kommenden DSD-Prüfungen.